Gut, dann muss ich wohl mit dem Teltow mal verhandeln, dass da auch noch ein bisschen Geld rüberkommt. Ne? Ich denke ja, denn es wurde gesagt. Eigentlich war Landrat Wolfgang Blasig wegen der neuen Gesamtschule nach Teltow gekommen. Vorher musste aber noch ein anderes Anliegen geklärt werden. Es geht um diese Garagen, die dem Schulneubau weichen müssen. Die Pächter fürchten, auf den Beräumungskosten sitzen zu bleiben. Wir sehen das ein, dass hier eine Schule gebaut werden muss, aber wir verlieren unser Eigentum und dann möchten wir bitte nicht dafür noch Tausende bezahlen müssen und das alles alleine wegschippern. Sowohl Bürgermeister Thomas Schmidt als auch der Landrat versprachen, nach Lösungen zu suchen. Dass es eben nicht zulasten der bisherigen Nutzer geht. Also da haben wir bisher immer eine Lösung gefunden und ich wüsste nicht, warum wir nicht hier auch eine Lösung finden sollten. Und ich kann Ihnen jetzt schon so viel verraten, also dass Sie da auf großen Kosten sitzen bleiben oder sich jeder um seinen eigenen Abriss kümmern muss, sowas tun wir nicht. Und da ja auch so schnell gar nicht gebaut werden kann, da wird ja noch einige Zeit vergehen, haben wir auch noch Zeit, uns da zu verständigen und dass Sie dann auch zurechtkommen. Hier, nahe der Marlorstraße, will der Landkreis eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe bauen. Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher überbrachte am 20. November den Bewilligungsbescheid des Landes. Wir wollen eine Schule bauen, die auch in Jahrzehnten noch Bestand hat und wechselnden Anforderungen auch genügen kann. Wenn ich alle Wünsche mal so zusammenzähle und den Baukostenindex mir mal anschaue und die Sporthalle und die Freianlagen und die Grundstücksfreimachungskosten, also 40 Millionen kommen da sehr schnell zustande. Die Schule wäre die zweite Gesamtschule in der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf und wird dringend benötigt, weil die Schülerzahlen steigen. Der Landkreis hat das Gelände von der Stadt gekauft. Es war im Flächennutzungsplan bereits als Schulstandort ausgewiesen. Bürgermeister Thomas Schmidt hätte allerdings einen anderen Standort bevorzugt. Aber, und das Aber muss man akzeptieren, es war ein wesentlich kleineres Grundstück. Und insofern hat man sich für die größere Fläche entschieden, die halt auch perspektivisch sicherlich mehr zulässt. Und das Aber ist einfach, der Standort ist jetzt nicht so zentral. Muss also verkehrlich so erschlossen werden, dass auch die Schülerinnen und Schüler möglichst optimal hierher kommen. Die S-Bahn hält vor der Tür, die Busse halten vor der Tür. Und wenn man die Entwicklung von Teltow, auch die Wachstumsregion von Teltow sieht, das liegt nicht am Rand. Der Baubeginn steht noch nicht fest. 2019 oder 20 ist anvisiert. Für 2022 ist die Eröffnung geplant. Die Gesamtschule nimmt jedoch schon ab dem kommenden Schuljahr ihren Betrieb auf, übergangsweise in der Teltower-Mühlendorf-Oberschule, die später dann Grundschule werden soll.